Was geht ab, YouTube? Ich habe hier ein kleines Video für euch vorbereitet, was ich schon lange auf meiner Festplatte hatte. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Also, wir retten diesen Bruder hier, indem wir einfach mit der Nummer 3 mit dem Strich gehen, um Platz zu schaffen. Danach gehen wir mit der Nummer 3 gegen den Strich. Mit der Nummer 2 nochmal gegen den Strich, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Danach machen wir den Guard ab, machen die Maschine auf, beziehungsweise, nee, wir machen die Maschine zu, so war das, und machen eine neue Guideline ganz unten. So, dann versuchen wir diese Linie auszublenden, indem wir ein bisschen mit dem Lever spielen. So, dann nehme ich mir den Wall Detailer, den Trimmer, und mache den unteren Bereich auf 0. Bürsten, 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 nicht vergessen. Alle gecutteten Haare schon mal weg. Hinterm Ohr nicht vergessen. Dann nehme ich mir den Shaver und mache den unteren Bereich wirklich auf Baby Popo. So, dann nehme ich mir die Nummer 1,5 und blende nochmal den unteren Bereich in den oberen Bereich. Mit der Nummer 1 gehe ich dann weiter. Der Kunde hier ein bisschen Geheimratzecken hatte, habe ich mir gedacht, ich bereite seine Outline mal mit der Schere erstmal vor, um nicht zu viel wegzuschneiden, damit es auch nicht zu gerade wird, weil seine Haare auch lockig sind. Ist auch ganz wichtig, dass ihr wirklich Layer für Layer runterschneidet. Also nicht alles erstmal nach vorne und dann eine Outline, sondern wirklich Stück für Stück. So, hier und da habe ich noch ein paar Fehler gesehen. Die mache ich jetzt nochmal den Detailer weg. So, und dann gehe ich nochmal mit dem Detailer an die Outline und schneide nochmal alle Haare ab, die wirklich überstehen. Nicht zu viel, die Linie sollte wirklich so natürlich wie möglich bleiben. Dann arbeite ich ein bisschen mit dem Hairfiber, um die Geheimratzecken ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen zu verstecken. Wer möchte, kann natürlich ein bisschen mehr benutzen. Ich benutze immer sehr, sehr wenig, um das Ganze so dezent wie möglich zu halten. Ich benutze auch nicht, um ehrlich zu sein, für jeden Kunden den Hairfiber. Bei ihm hat es wirklich den Haarschnitt ein bisschen hervorgehoben, weil die Outlines dann nochmal so richtig schärfer wurden. Hier und da, wenn ihr mal wirklich einen dunklen Fleck seht in der, im Fade, könnt ihr natürlich mit den Ecken arbeiten. Für seine Locken benutze ich den Everyday Slave Foam. Das ist ein Lockenschaum von Kircher. Der eignet sich wirklich super für alle Arten von Locken und Wellen. Entweder könnt ihr das Ganze dann nochmal Luft trocknen lassen oder mit dem Diffuser nochmal das Ganze trocknen. So, hier und da natürlich nochmal mit dem Shaver rübergehen. Immer schön mit dem Finger auch nachgehen, um zu gucken, wo noch Nachholbedarf ist. Und dann dementsprechend dort nochmal richtig schön shaven. Bevor ich den ganzen Haarschnitt nochmal richtig beende, mache ich immer noch zum Schluss nochmal einen Schritt zurück und gucke mir das Ganze
von der Ferne an, das heißt aus der Distanz, weil so sieht man wirklich nochmal die Fehler und man sieht auch wirklich erst von Weitem, wo eventuell noch dunklere Stellen sind, die man noch nachbessern kann. Weil wenn man so eine halbe Stunde permanent die ganze Zeit nur eine Distanz zum Kunden, zum Kopf hält, dann übersieht man ganz oft Sachen. Ja, wie ihr sehen könnt, er feiert schon. Mit dem Messer nochmal ein bisschen nachgehen, um das Ganze nochmal länger haltbar zu machen, noch schärfer zu machen, immer schön gegen den Strich. Ich halte immer mit den linken, mit der linken Mittelfinger halte ich ja nochmal die Haut richtig schön straff. Und et voilà, wie ihr sehen könnt, oben sind die Haare lockig, mit Fade, Skin Fade. So, ich gehe hier nochmal ein bisschen, jetzt wo die Haare auch wirklich trocken sind, springt hier und da mal ein Härchen ab und das mache ich dann nochmal weg mit dem Trimmer. Schön in den Bart reingefadet, wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, das ist nochmal wirklich ein Video, was bestimmt über ein Jahr schon auf meiner Festplatte war. Und ja. Ihr hattet Spaß mit dem Video, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, wie ich so arbeite und wie ich fade. Natürlich fade ich nicht immer gleich. Das kommt halt auch immer auf die Haare an. Mal fade ich von unten nach oben, mal von oben nach unten. Je nachdem, wie es mir Spaß macht und wie die Haare des Kunden sind. Ne? Ich hoffe, ihr konntet was lernen und bis bald.